So, hallo zum nächsten Let's Play. Wir haben hier angehalten, das letzte Let's Play. Und wir sind hier mitten im Kampf. Ich war hier so leichtsinnig, weil ich dachte, es wären keine Gegner mehr hier, um die Kiste zu erreichen. Bin da voll reingelaufen. Von hier unten kommen jetzt auch noch welche hoch. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Ich bin ziemlich weit weg getrennt. Ich fange einfach mal an, da ein bisschen schon mal was einzustellen. Da kommt eine Hybrid und eine Furie. Ich denke mal, hier schieße ich auf jeden Fall auf die Furie und lege dann gleich mit so einem Schuss auf den Biopsist nach. Okay, die liegt. Das ist schon mal ganz gut. Der Hybrid, denke ich, ist das wenigere oder das kleinere Problem. Ja, mit Heilung brauchen wir hier noch nicht. Überträgt die Stärkungseffekte. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Die Furie jetzt gleich mal 4. Das Ding ist mal in Ruhe lässt. Okay, das haben wir. Mit Kahn gehen wir in Nahkampf. Nemrod können dann mal eine kleine Heilung, so dass auch nochmal Schaden ausgeteilt wird. Die Furie ist immer noch gefiert. Stärkungseffekte entfernen. Und das auch nochmal, jawohl. So, den haben wir jetzt fast ihre ganze Magie so ein bisschen entzogen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich habe gedacht, es wird schwieriger. Aber alles im Bereich, das macht man hier. Die Furie liegt auch gleich. Wir haben überall Cooldown. Brauchen wir das noch? Nee, okay. Dann können wir die Kiste hier nehmen. Bandagen bekommen und wieder ein bisschen aufhellen lassen und dann kann es auch schon weitergehen. Jetzt haben wir natürlich einen Weg hier rüber. Ach, da hätte ich auch hier rumgekonnt, ihr seht's. Okay, ich bin hier aber runter. So, dann mache ich ein Quick Save. Gut. Langsam vortasten. Oh, Autosave-Punkt. Ist auch schön, mal wieder einen zu finden hier. So, und da gab es auch wieder gut EPs. Ich will die Karte ein bisschen drehen. Dann geht es weiter hier runter. Oh, jetzt sind wir ziemlich weit weg hier. Ich hoffe, kommen wir da durch? Nee. Also, wir müssen unter der Brücke durch. Ich kann da nicht durchgucken, was da ist. Nee, da kommt auch nichts. Schon mal gut so. Sonst wäre man in der Sicht ziemlich eingeschränkt. Hier ist nochmal eine Kiste. Ich taste mich mal langsam vor. So. Da können wir gleich Pause machen. VK. Biopsist. Naja. Ich werde es einfach probieren. Ich werde erstmal den umschießen. Und den Schuss dann auf den VK. Rüstungsverringerer. Und das Vieren auf den Biopsist. Und die Provokation auf den VK. Ich würde es einfach so mal probieren. Vieles aneinandergereiht. Muss gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Okay. Da gehen wir natürlich zurück auf den VK. So, da haben wir jetzt natürlich hier.
Geht nicht. So, ich lasse das mal weiterlaufen. Na, was mache ich denn? Ach, ist auch gelähmt, ich sehe es gerade. Und unser Melian steht da natürlich jetzt auch mittendrin. Ich mache hier laufend Rechtsklick. Sehe ich auch, dass ich hier laufend Fehler mache. Was ist da los? Im Moment ziemlich planlos. So, das hat jetzt mal funktioniert. Nicht genug Glauben, ja, natürlich. Das fehlt uns jetzt. Den Vikar haben wir. Wir bauen eine Heilung. Was haben wir? Und den Stärkungseffekt. Steht da recht gut und hat da auch richtig gut Schaden gemacht. Den firmen wir jetzt noch mal. Nein, Ziel ist immun. Aha. Da ist der Innenland immun dagegen, aber den werden wir auch so platt kriegen. Okay, das war natürlich ein ziemliches Durcheinander von mir, was ich da gerade gemacht habe. Als Belohnung zwei Bandagen wenigstens. Und dann geht's auch gleich weiter. Und da gibt's auch schon wieder die nächste Gegnerhorde hier. Ich mache mal einen Quicksave. Wer steht da alles? Ein Hybrid. Okay, da gehe ich mal mit Nemrod auf die Provokation. Oh, da ist noch was. Sehe ich gerade. Eine Furie. Die Furie wird erstmal umgeballert. Und kommt gleich noch ein Schuss hinterher. Melian unterstützt. Hier und viert die Furie. Er legt in einer Hand das Schwert in der anderen. Nicht genug glauben. Wer kann's glauben, dass ich es immer wieder vergesse? Die Furie, die ist ganz gut angeschlagen. Oh, jetzt ist Khan da verwickelt worden im Kampf. Aber die Furie liegt schon mal, das ist schon mal ganz gut. Eine Heilung. Die haben wir rausgehauen. Die Übertragung der Stärke. Okay. Naja, jetzt funktioniert es doch langsam. Und
hier machen wir alle Stärkungseffekte entfernen. Kahn kann seinen Waffenwechsel durchführen und mit drauf schießen. Jawohl, die Heilung läuft schön immer mit hoch. Ich denke, das schaffen wir. Okay, das haben wir auch. Ich bin bereit. Und hier ist die nächste Brücke mit dem Punkt. Und ich mache mal ein Safe Game am besten. Ketzerei. Ja. Gut. Ah ja, hier unten kommt wieder die Gruppe. Hoffe, ich werde nicht gesehen. Oh, hier kommt wieder was Dickes. Da gehen wir sofort mit der Provokation drauf. Erstmal gucken, was da passiert. Ob noch was Größeres ist. Da ist noch was Größeres. Ihr seht's. Was ist das? Danakil. Danakil. Aha. Eine Wache von Danakil. Erstmalig, indem wir jetzt hier das erste Mal begegnen. Ich hoffe, ich schaffe das. Okay. Dass er erstmal planlos rumläuft. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Okay. Ui. Jetzt kommt der auf uns. Jetzt sollten wir natürlich in den Nahkampf gehen. Und Nemrod. Erstmal Ziel heilen. Ah, jetzt haben wir Provokation drauf. Können wir natürlich nichts machen im Moment. Weg. Und Übertragung, Stärkungseffekt. Ihren Firma mal. Ein bisschen planlos rumrennt hier. Okay, dass er uns in Ruhe lässt. Ja, wir haben schön angekreist, der wehrt sich nicht. Da können wir noch schön platt hauen. Das haben wir auch. So, jetzt gehen wir hier mit Provokationen drauf. Ziehen Melian sofort hinterher. Kahn. Kann Kahn was machen? Ja, das sieht gut aus. Okay, ich lasse ihn noch hochladen. Hochladen, ja. Hochheilen. So. So, ich beende dann auch hier die Szene, das Let's Play, und ich mache dann in dem nächsten Teil natürlich weiter. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Es hat euch gefallen. Und hier seht ihr auch, haben wir schon den nächsten Gegner. Mache ich natürlich in dem nächsten Teil dann weiter. Und bleibt dran. Bye bye, euer Wolfgang.